Willkommen zum heutigen Video, was auch so langsam gegen Ende unserer Serie zu dem Atemsystem und der Atmung ist. Wir haben uns in den letzten Videos beschäftigt mit dem Aufbau der Lunge, mit der Funktion der Lunge, mit dem gesamten Trakt, der bei der Atmung eine Rolle spielt. Und nun wollen wir uns mal beschäftigen mit dem Prozess, wie am Ende der Sauerstoff, der in den Alveolen, also in den Lungenbläschen angekommen ist, ins Blut übergeht und wie am Ende das Kohlenstoffdioxid auch wieder in die Lunge zurückkommt. Eins vorweg, zentral bei dieser ganzen Sache ist der Begriff der Diffusion. Was ist Diffusion? Diffusion ist die Wanderung von Teilchen an einem Ort mit einer hohen Teilchenkonzentration zu einem Ort mit einer geringen Teilchenkonzentration aufgrund der Brownschen Molekularbewegung. Was ist damit gemeint? Okay, Teilchen, die sich irgendwo befinden, schwingen hin und her. Und das sorgt dafür, dass sie sich früher oder später im gesamten Raum, der ihnen zur Verfügung steht, verteilen. Das ist wie wenn ihr irgendwo sitzt und irgendwer schält irgendwie eine Mandarine, eine Zitrone, eine Orange oder was auch immer. Und obwohl ihr vielleicht woanders sitzt, am anderen Ende des Zimmers, riecht ihr irgendwann diesen Geruch von dieser Zitrusfrucht. Warum? Weil diese Geruchsmoleküle, also die kleinen Teilchen, die den Geruch tragen, sich irgendwann im gesamten Raum verteilt haben. Diffusion ist auch eine Teilchenverteilung, nur dass dort zwischen den Bereichen, in welchen sich die Teilchen verteilen, noch eine Membran ist, die halbdurchlässig, also semipermeabel ist. Was Teilchen außerdem noch an sich haben, ist, dass sie immer von einem Ort einer geringen Konzentration zu einem Ort hoher, von einem Ort hoher Konzentration zu einem Ort geringer Konzentration wandern. Das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ihr alle ganz dicht beieinander steht und euch nicht unbedingt liebt habt und gemütlich einen guten Tag haben wollt, verteilt ihr euch auch weiter im Raum und nehmt irgendwann den gesamten Raum ein. Dasselbe passiert auch im Körper. Natürlich weniger was mit der Intention, also mit dem Willen auf Distanz zu gehen, sondern mehr eben aufgrund dieser physikalischen Gesetze. Gut. Bevor wir einmal auf das konkrete Beispiel eingehen, möchte ich erstmal ein bisschen ausführlicher einige Sachen vorwegnehmen. Wir haben gesehen, es gibt einmal den Gasaustausch in der Lunge und wie bereits gerade vorausgesetzt, passiert dieser Gasaustausch aufgrund der sogenannten Diffusion. Die Definition habe ich noch einmal hier hingeschrieben. Was ist außerdem dabei auch noch zu beachten? Sauerstoff geht rein, Kohlenstoffdioxid geht raus. Und was so quasi überall hintersteht, in der Luft, in den Lungenbläschen befindet sich mehr Sauerstoff als im Blut. Und der Sauerstoff folgt quasi dem Konzentrationsgefälle und wandert quasi ins Blut. Und so ähnlich ist es mit dem Kohlenstoffdioxid. Da befindet sich im Blut ein bisschen mehr als in den Lungenbläschen selber. Und deshalb geht das Kohlenstoffdioxid aus dem Blut raus in die Alveole, in das Lungenbläschen. Das sehen wir quasi hier. Hier sind ganz viele CO2-Moleküle oder irgendwie CO2 in irgendeiner Form gebunden. Habe ich in grün dargestellt und das geht eben raus, weil hier viel, viel mehr CO2 ist als da. Und dann tritt es eben hier hinüber. Und hier ist viel, viel mehr Sauerstoff als im Blut. Und deshalb geht quasi der Sauerstoff von hier ins Blut über. Das ist jetzt die einfache Erklärung. Wenn wir es noch ein bisschen präziser und ein bisschen medizinischer haben wollen, müssen wir uns mal anschauen, wie es generell seine Atmosphäre ist. Der Partialdruck, also Partialdruck, ist der Anteilsdruck eines Gases, zum Beispiel an der Luft. Das wäre dann der Partialdruck an der Luft. Und davon ist es natürlich auch abhängig, beziehungsweise davon ist auch abhängig, wie die Drücke zum Beispiel in den Lungenbläschen sind. Aber bauen wir das alles noch ein bisschen ausufernder oder ein bisschen vorwegnehmender auf. Der Partialdruck ist erst einmal abhängig auch vom Anteil des Gases, zum Beispiel Sauerstoff, an der Gesamtluft. Also Luft ist ja nichts als ein Gasgemisch und der Anteil des Gases, zum Beispiel Sauerstoff, an der gesamten Luft hat einen Einfluss darauf, welchen
Partialdruck, also welchen Teildruck man hat. Der Luftdruck befindet oder beträgt auf Meeresspiegelhöhe etwa 760 mm Quecksilbersäule. Das ist die Einheit. Umso höher man geht, umso geringer wird der Luftdruck, weil quasi auf den Luftmolekülen weniger Luftmoleküle drauf liegen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man unter ganz vielen Leuten drunter liegt, ist halt viel Gewicht drauf, ist so ein bisschen mehr Druck. Wenn man weiter oben liegt, ist da weniger Druck. So ähnlich ist es auch eben bei Gasen. Die Atmosphärenluft setzt sich zusammen einmal aus 78% Stickstoff, N ist dafür das chemische Symbol, aus etwa 21% Sauerstoff, O ist dafür das chemische Symbol, und weil Sauerstoff in der Form, wie wir ihn kennen, meistens nicht als einzelnes Sauerstoff im Teilchen vorliegt, sondern meistens aus einem Molekül, also mehrere Teilchen zusammen, in dem Fall immer zwei Sauerstoffteilchen, O2. Außerdem gibt es noch natürlich CO2 in der Atmosphäre, das allseits bekannte Treibhausgas, das gravierende Folgen haben kann, obwohl sein Anteil an der Gesamtatmosphäre erstmal relativ klein scheint. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen, weil nur kleine Verschiebung kann drastische Konsequenzen haben, wie wir sehen. Aber gut, zurück zum Kohlenstoffdioxid. Der Anteil liegt nur bei 0,03%. Eigentlich relativ wenig, dennoch, wie wir langsam bemerken, weitreichende Folgen. Und natürlich dann noch andere Gase, Edelgase, zum Beispiel Argon, Helium und so weiter. Wenn wir uns nun den Gesamtluftdruck anschauen, wir haben gerade schon gesehen, Meereshöhe, das sind 760 mm Quecksilbersäule, müssen wir quasi mit berücksichtigen, dass diese ganzen Gase natürlich einen Teil an diesem Gesamtluftdruck haben. Das heißt, wir teilen den Luftdruck quasi durch den Anteil der Gase, und da wir hier über Prozent reden, können wir ihn multiplizieren. Das heißt, 760 mm Quecksilbersäule Luftdruck mal 21%, 21 von 100, also 21 Hundertstel auch, ergibt ungefähr 159. Das runden wir jetzt mal auf 150. So, das heißt, der Sauerstoffpartialdruck, der Sauerstoffanteil, der Sauerstoffteildruck am Gesamtluftdruck, wo ja das ganze Zeug hier drin ist, unter anderem auch der Sauerstoff, beträgt 150 mm Quecksilbersäule. Wenn ihr den Prozess mit der Atmung verstehen wollt, ist das jetzt nicht so wichtig, aber wenn ihr das, was dahinter liegt, verstehen wollt, ist es, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen weiter zuzugucken. Der Anteil des Kohlenstoffdioxids beträgt dementsprechend dann ungefähr 0,2 mm Quecksilbersäule, aber das in der Atmosphärenluft. Was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir, wenn wir über die Atmung reden, ich aber nicht über die Atmosphärenluft selber reden, da haben wir die Werte quasi nochmal abgetragen, sondern wir reden über die Alveolarluft, das heißt die Luft, die in den Alveolen, in den Lungenbläschen drin sind. Und die Zusammensetzung der Gase ist dort nicht gleich mit der Zusammensetzung der Gase in der Atmosphäre. Warum ist das so? Weil bei der Ein- und Ausatmung nur ein Teil der Luft, die in der Lunge drin ist, ausgeatmet wird und der Rest sich auch wieder mit dem, was ohnehin schon vorher da war, vermischt. Das heißt, das führt dazu, dass der CO2, also der Kohlenstoffdioxidanteil in der Lunge bzw. in den Lungenbläschen, in den Alveolen, höher ist als normalerweise in der Außenluft. Das ist prinzipiell nicht schlimm, das ist aber physikalisch einfach so, weil eben nicht komplett immer komplett durchgetauscht wird, sondern sich immer wieder vermischt. Das heißt also, diese Luft in den Alveolen ist CO2-reicher. Es ist mehr CO2 da drin, und zwar um die 40 mm Quecksilbersäule wäre quasi der Druckanteil in der Lunge, und es ist O2 ärmer, weil wenn wo irgendwo mehr ist, muss natürlich von irgendwem anderen weniger sein, und da O2 im Körper ja zu CO2 verbraucht wird, also umgesetzt und CO2 entsteht, ist dementsprechend aus dem O2 CO2 geworden, und es ist ein bisschen weniger O2 da, ein bisschen mehr CO2. Das führt auch dazu, dass in der Lunge, also in den Lungenbläschen selber, der Partialdruck des Sauerstoffes um die 100 mm Quecksilbersäule sind. Natürlich können diese Werte auch immer wieder abweichen und verschieden sein und von Lehrbuch zu Lehrbuch wahrscheinlich sowieso, aber wir gehen jetzt einfach mal von diesem Beispiel aus. So, das sind aber immer noch nicht die Partialdrücke, also die Druckanteile der Gase im Blut, sondern wir reden jetzt erstmal nur über das, was in der Alveole, also hier im Lungenbläschen selber,
abgeht. Wir reden nur darüber, was jetzt hier der Fall ist. Also wir haben besprochen, irgendwo da draußen, irgendwo da in der Luft um uns herum, das sind quasi diese Werte hier. Dann sind die aber verschieden von den Werten in der Alveole im Lungenbläschen selber. Das Lungenbläschen selber hat eine höhere CO2-Konzentration und eine niedrigere O2-Konzentration, weil nicht immer das komplette CO2 ausgeatmet und das komplette O2, also Sauerstoff, eingeatmet wird, sondern immer was zurückbleibt und sich vermischt, und das führt dann dazu, dass es höher ist. Dementsprechend sind auch die Anteilsdrücke, die Partialdrücke ein bisschen anders. Im Blut wiederum ist es nochmal ein bisschen anders. Generell hängt der Partialdruck, also der Anteilsdruck in Flüssigkeiten, davon ab, wie gut sich das jeweilige Gas in der Flüssigkeit lösen kann. Das hängt zum Beispiel von der Temperatur ab. Also wenn ein Gewässer relativ warm ist, wenn wir uns das Beispiel eines Flusses mal nehmen, dann ist das Gaslösevermögen geringer. Das heißt, es ist weniger zum Beispiel Sauerstoff im Wasser gelöst. Wenn ein Gewässer kälter ist, zum Beispiel ein See oder ein Fluss, dann ist ein bisschen mehr drin, weil das Gaslösevermögen zum Beispiel für Sauerstoff steigt. Nur so am Rande. Ein bisschen was Exkursbiologie. Und das ist natürlich auch im Blut so. Vielleicht weniger mit der Temperatur, aber die Löslichkeit hat dort einen Einfluss darauf, wie der Partialdruck ist. Und umso besser die Löslichkeit ist, desto höher ist auch die Konzentration, die ein Gas in dieser Flüssigkeit haben kann. Okay, so viel erstmal vorweg. Wir müssen im Blutkreislauf noch einmal unterteilen in das System, was quasi mit frischem Sauerstoff gerade versorgt wird, und der Teil im System, der quasi den Sauerstoff von den Zellen, wo der Sauerstoff verbraucht wurde, quasi das Kohlenstoffdioxid zur Lunge zurückführt. Ich setze dann mal euer Wissen schon mal voraus, dass ihr euch das Video zum Herzen und zum Kreislauf angeschaut habt, und gehe dann mal ein bisschen darauf ein, wie wir es denn einmal vorstellen müssen. Das heißt also, wir haben einmal das Blut, das aus dem Körper zurückkommt. Das ist das sauerstoffärmere Blut. Das kommt aus dem Körper, das kommt aus den Zellen. In den Zellen wird eben O2 zu CO2 umgesetzt und es fließt zurück in die obere und untere Hohlvene, in das rechte Herz, aus dem rechten Herzen durch die ganzen Klappen, durch die Pulmonalklappe, in die Pulmonalarterien, also in die Lungenarterien, und kommt hier an. Das Blut, also das sauerstoffarme Blut, ist natürlich auch Sauerstoff- bzw. Kohlenstoffdioxid-reicheres Blut, einfach dadurch, dass es gerade aus dem Körper kommt und den Kohlenstoffdioxid, der ein Abfallprodukt ist, rausbringen soll. Das heißt, dort sind die Drücke, die Anteile der Gase anders. Das ist nämlich so, dass hier, und hier haben wir es einmal aufgemalt, dass der Anteil oder der Partialdruck des CO2s, des Kohlenstoffdioxides, hier bei 46 mm Quecksilbersäule liegt und der des Sauerstoffes nur bei 40 mm Quecksilbersäule. Das heißt, hier ist tatsächlich der Anteil des Kohlenstoffdioxides höher als der des Sauerstoffs. Das heißt also, ne, vom Gefühl her, Diffusion von einer hohen Konzentration zu einer niedrigeren Konzentration müsste es eigentlich gleich rausgehen. Und genau das passiert ja auch. Dieses sauerstoffreiche, dieses CO2-reiche und sauerstoffarme Blut kommt hier an, kommt zur Alveole, ne, grün habe ich immer dargestellt, das CO2, und es passiert diese Diffusion. Wir haben einmal einen relativ hohen Partialdruck des Kohlenstoffdioxids im Vergleich zum Partialdruck, also zum Anteil des Kohlenstoffdioxids im Lungenbläschen. Das heißt, hier ist viel mehr Kohlenstoffdioxid drin als im Lungenbläschen selber. Das heißt, Diffusion, Teilchen wandern von einem Ort mit einer hohen Konzentration zu einem Ort mit einer geringeren Konzentration. Das wird also bedeuten, dass hier, wo viel Kohlenstoffdioxid ist, was eben aus dem Körper rauskommt, dass dieses Kohlenstoffdioxid dann, wenn es am Lungenbläschen vorbeigeht, ins Lungenbläschen übertreten wird, und zwar so lange, bis sich quasi
dieses Druckverhältnis ausgeglichen hat. Da wir aber ständig ein- und ausatmen, wird es nicht dazu kommen, dass es sich ausgleicht. Also es wird immer wieder und immer wieder Kohlenstoffdioxid übertreten, weil wir durch die Ein- und Ausatmung hier mehr oder weniger die Werte im Lungenbläschen selber auf einem Partialdruck von 40 mm Quecksilbersäule beim Kohlenstoffdioxid und 100 mm Quecksilbersäule beim Sauerstoff halten. Wenn wir die Atmung anhalten, verbrauchen wir natürlich immer weiter Sauerstoff und machen daraus CO2. Das heißt, er kommt dahin und natürlich reichert sich das dann irgendwann an und irgendwann würde das hier, also das Kohlenstoffdioxid, den Sauerstoff übersteigen, bis der ganze Sauerstoff verbraucht ist oder ein Großteil davon. Aber bis zu diesem Punkt, durch unsere ständige Ein- und Ausatmung, wird hier eben dieses Konzentrationsgefälle aufrechterhalten. Dasselbe ist auch, wenn wir einem Patienten, wie in der Therapie auch, reinen Sauerstoff geben, kommt hier gar kein CO2 mehr rein. Das heißt, der Sauerstoffpartialdruck wird durch Sauerstoffgabe erhöht und der Kohlenstoffdioxidpartialdruck gesenkt, weil wir quasi hier keinen irgendwie 0,03% der Atemluft an Sauerstoff, an Kohlenstoffdioxid reinnehmen, sondern direkt nur reinen Sauerstoff. Das verbessert so ein bisschen die Diffusionsprozesse. Okay, jetzt wissen wir, warum das CO2 rausgeht, weil es eben dem Konzentrationsgefälle folgt, weil hier eben mehr CO2 ist als da oben, weil hier der Partialdruck des Kohlenstoffdioxides im Blut höher ist als der Partialdruck des Kohlenstoffdioxides im Lungenbläschen. Und einen ähnlichen Prozess oder denselben Prozess, nur umgekehrt, haben wir hier quasi beim Übertritt des Sauerstoffs ins Blut. Hier haben wir gesehen, ist nur noch ein Partialdruck von 40 mm Quecksilbersäule Sauerstoff. Und hier in der Alveole im Lungenbläschen haben wir einen Partialdruck von 100 mm Quecksilbersäule. Das heißt, die Konzentration, der Anteil des Sauerstoffes hier in dem Raum ist viel höher als im Blut. Was haben wir dann? Diffusion, genau. Die Teilchen wandern von einem Ort mit einer hohen Konzentration durch diese Membran zu einem Ort mit einer niedrigeren Konzentration. Das heißt, der Sauerstoff aus dem Lungenbläschen geht über ins Blut, in die Blutbahn, bindet dort an die roten Blutkörperchen, an die Erythrozyten und wird auch ein bisschen freigelöst, aber überwiegend bindet er an die Erythrozyten. Das ist ein eigener Prozess. Aber wir haben eben hier diesen Diffusionsprozess von Orten höherer Konzentration zu einem Ort niedriger Konzentration. CO2 geht raus, O2 geht rein. Und dann haben wir quasi das Blut schön mit Sauerstoff angereichert. Das wollen wir, das ist unsere Absicht, das brauchen wir im Körper, frischen Sauerstoff, damit unser Körper vernünftig funktionieren kann, damit die Prozesse vernünftig funktionieren können, die Stoffwechselprozesse, für die wir Sauerstoff brauchen. Und dann wird eben dieses Blut mit der Lungenvene, Vene, Gefäße, die zum Herzen hinführen, mit der Lungenvene zurück zum linken Herz gebracht, landet dort eben am Ende im linken Vorhof, in der linken Kammer und wird dann durch die Aortenklappe in die Aorta, in die Arterien, die Arteriolen, die Kapillaren rausgepumpt, geht wieder ins Gewebe, im Gewebe kommt der Sauerstoff dann an, geht in die Zellen über, dort passieren wieder Stoffwechselvorgänge, der Sauerstoff wird wieder quasi zu CO2, das CO2 muss abtransportiert werden, es geht zurück in die Blutbahn, kommt in die obere und untere Hohlvene, kommt in den rechten Vorhof, in die rechte Herzkammer, dann am Ende durch die Pulmonalklappe, also die eine Klappe habe ich jetzt übersprungen, aber durch die Pulmonalklappe, also die Lungenklappe, in die Lungenarterie und landet wieder hier. Und da hat sich natürlich wieder CO2 angereichert und es geht wieder raus, weil hier der Anteil höher ist und dann der Anteil geringer. Und hier ist dann wieder der Anteil des Sauerstoffs höher und hier der Anteil geringer. Und das Ganze geht wieder zurück und es fängt von vorne an. Das, was wir also am Ende haben von diesem Übergangsprozess, ist ein Partialdruck, ein Anteil des Sauerstoffes am Gasdruck im Blut von 100 mm Quecksilbersäule und einen Anteil des CO2-Druckes von 39 mm Quecksilbersäule.
Das PO2 und das PCO2 steht jeweils für den Partialdruck übrigens an dieser Stelle. Das habe ich nämlich noch nicht erklärt gehabt. Erklärt. Genau. Hier links oben seht ihr zum Vergleich nochmal das, was wir vorher alles besprochen haben. Einmal der Partialdruck des Sauerstoffes in der Atmosphäre liegt bei 150, der des Kohlenstoffdioxides eben deutlich geringer bei 0,2 mm Quecksilbersäule. In der Alveolarluft, haben wir gerade besprochen, ist der Austausch eben nicht so gut. Das heißt, es reichert sich ein bisschen mehr Kohlenstoffdioxid an. Es ist ein bisschen weniger Sauerstoff da als in der Atmosphäre. Und deshalb hier die Werte und in den Lungen, Venen und Arterien, je nachdem, dann eben auch andere Werte. So, was wir eben hier auch gesehen haben, hier ist quasi der Sauerstoffanteil im Blut wieder höher und hier ist der Sauerstoffanteil tatsächlich geringer als der des CO2s. Hier unten habe ich quasi diesen gesamten Prozess noch einmal in kurz beschrieben. So, das heißt also, wenn ihr euch das noch einmal durchlesen und anschauen möchtet, habt ihr hier auch nochmal die Möglichkeit, euch das alles in Ruhe anzuschauen und durchzulesen. Aber ich hoffe, das ist soweit verstanden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst, Daumen hoch, Abo und so weiter. Und ja, generell Kritik, Vorschläge immer gerne. Das nächste und erstmal letzte Thema hier im Bereich der Atmung ist einmal das Thema des Atemgastransportes, auf den wir gleich noch kurz eingehen werden. Das mache ich aber im nächsten Video. Es ist tapfer, dass ihr 21 Minuten lang durchgehalten habt. Ich verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Video. Euer Mr. Blue Glove und bis dann. So, schauen wir uns noch einmal kurz den Weg an. Das heißt, das Blut geht aus dem linken Herzen überall hin. Unter anderem eben auch in den Körper. Dort in die Gewebe wird in Geweben eben Sauerstoff verbraucht. CO2 entsteht. Und geht dann zurück hier zum rechten Herzen durch die obere, durch die untere Hohlvene, die Cava Superior, Vena Cava Superior und Inferior. Und dann eben hier in das Herz, den Herzvorhof, die Herzkammer, durch die Klappen und dann dementsprechend in die Lunge, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und dann eben zurückkehrt ins linke Herz, wieder in die Aorta. Und von da aus wieder in den Körper und die Gewebe.